Heute machen wir uns mal ran, in Minecraft uns einen Neubaublock zu bauen oder einen Wohnblock. Wurde schon öfter sich gewünscht und ihr habt den ja schon im Hintergrund öfter gesehen hier in dieser Welt. Und dazu gibt es leider noch kein Tutorial, das ändern wir heute. Wie ihr euch den natürlich dann bastelt, in welcher Farbe und ob er eingerichtet werden soll oder nicht, lassen wir erstmal noch offen. Ich will selber mal gucken, wie dieses Video hier ankommt. Wenn es gut ankommt, kann ich mich mal ransetzen, das auch einzurichten. Er ist ja schon so ein bisschen eingerichtet. Wir haben ihn damals ja benutzt für The Big Bang. Wer das kennt, ansonsten mal abchecken die Videos. Ich verlinke euch das alles mal so ein bisschen. Aber ansonsten heißt es Blöcke in die Hand und dann geht's los mit dem Bau dieses schönen Wohnblocks. Welche Blöcke ihr natürlich jetzt wieder benutzt, um euch euren Wohnblock hinzubauen, ist ganz dir überlassen. So, wie ich nehme natürlich jetzt hier einfach mal das klassische Weiß. Wir fangen jetzt erstmal an, uns den Grund das einmal lang zu ziehen. Ja, da fangen wir erstmal mit einer Reihe an. Da setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke erstmal hin. So, dann könnt ihr einmal grauen Beton euch hier als vieren Block hinsetzen, der einmal übersteht. So, dann nehmen wir wieder den weißen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke und wieder einmal so ein Vierer. Und dann nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann haben wir schon mal die Vorderseite oder Seite, wie man sehen will. Jetzt gehen wir mal ja, hier an die Seite weg. So, wir gehen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke wieder nach hinten weg. So, dann kommt hier wieder einmal ein Vierer. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hinsetzen. Jetzt machen wir mal so einen Zweier, der einmal übersteht. Dann lasst ihr drei Blöcke Platz und wieder hier diesen Zweier. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke wieder hinsetzen. Ein Vierer hier hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke wieder. Kommt wieder ein Zweier, 3 freilassen, Zweier und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke, ein Vierer und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke hin. So, ich gucke mir das Ganze nochmal ein bisschen von weiter weg an. Sollte bei euch jetzt genauso aussehen. So, die Rückseite hier, die ist genauso, wie wir die angefangen haben. Das heißt, wir gehen hier nochmal zur Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke einmal lang. So, dann kommt hier wieder unser Vierer hin und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Ein Vierer und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke. So, ja, die letzte Seite ziehen wir natürlich genauso zu, wie wir die auf der anderen Seite haben. Da müsst ihr eigentlich jetzt nur noch einmal gegenüber nochmal schauen. Passt das denn? Setzen wir hier unseren Block hin. Ja, hier zwischen waren ja immer 7 Blöcke. So, Zweier hin, 3 freilassen, Zweier hin, wieder 7 Blöcke, so, Vierer, 7 Blöcke, Zweier, 3 frei, Zweier und wieder 7 Blöcke und wieder der Vierer und einmal gerade weiß zuziehen zur Vorderseite. So, der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir diese Fläche auch nach oben ziehen. Die hat eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. So, wir können nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Wir werden diese Fläche aber jetzt nicht gleich komplett ausfüllen, sondern wir werden das jetzt so machen. So. Natürlich den grauen Beton, den könnt ihr gerne gleich auf 5 hochziehen. So, das machen wir. Und die mittlere Fläche hier, die ihr denn dadurch erhaltet, wenn wir natürlich jetzt hier diesen weißen Beton als Rahmen nehmen und dann jedes Mal dann als Abgrenzung hier den grauen Beton haben. Könnt ihr in dieser Zwischenfläche einfach mal Mauern platzieren. Ich nehme Doritmauern, die passen ganz gut von der Farbe. Und die wollen wir denn einmal komplett so lang ziehen. Ihr könnt auch gerne, so zum Beispiel hier in der Mitte, auch gleich die Mauern ziehen. Das spart ein bisschen Zeit, wenn ihr denn hier immer die Blöcke hin und her wechselt. Jetzt habe ich an etwas nicht gedacht. Das machen wir jetzt mal gleich. Und zwar möchte ich gerne die Ecken ein bisschen dicker haben. Das heißt, ich werde hier einfach mal das Ganze auf eine Dreierbreite mir setzen. Weil ich hatte jetzt hier drüben nur hier einen eingelassen. So, da schlagen wir hier einfach nochmal die zwei Mauern weg. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist. Und nicht so schmal wirkt durch die Mauern. So, sehr schön. Gut, ich ziehe mir das mal hier an den Seiten so ein bisschen lang.
ich stoppe hier nochmal einmal bei so einer Dreierbreite, die wir hatten. Denn das werden Spiele unsere Eingangstüren werden. Und dann machen wir das einfach so, dass ihr einfach unten drei Blöcke Platz lasst. Weil hier könnt ihr dann eure Tür euch reinbauen. Und darüber macht ihr einfach eine Strebe hin und ganz oben nochmal diesen weißen Beton hin. Und dann reicht das schon. Natürlich so, dass das Ganze auf unserer Linie hier ist und nicht übersteht, ne? Wenn wir das Ganze soweit jetzt erstmal vorgezogen haben, haben wir die erste Ebene von 3 fertig. So, um die nächste anzufangen, machen wir jetzt einmal, ich mache jetzt einfach so eine Schicht, die einmal hin, die einmal übersteht, also zwei Blockreihen hier wieder oben lang und die ziehen wir dann einmal, ja, komplett ringsrum. Wir wollen nochmal, sag ich mal, auf den beiden größeren Seiten das Ganze, was wir jetzt übergezogen haben, noch ein weiteres Mal rüberziehen. So, dass das wirklich komplett einmal beim Gebäude übersteht, denn wir haben ja unsere Säulen ja auch einmal überstehen gelassen. So, auf der anderen großen Seite mache ich das auch nochmal. Nun wollen wir jetzt mal erstmal den Grundriss ziehen für die nächste Etage. So, ich nehme hier jetzt einfach mal toter Feuer-Korallenblock. Ich finde die Farbe ganz cool. Ansonsten könnt ihr auch gerne dann die gleiche Farbe nehmen, was sie unten an Mauern genommen haben. Weil das, ja, ich finde einfach das Farbmuster, das passt. Dann kann ich das hier mit platzieren. Jo, na, aber hebt sich doch ein bisschen ab. So, okay, wir fangen jetzt hier einmal an der Ecke an. Wir achten nochmal drauf, dass eine Reihe der Blöcke, die wir hier haben, übersteht. So. Auf der längeren Seite machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einmal hin. Genau, 7 Stück. Und auf der kürzeren Seite hier machen wir 6 hin. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt nehmen wir wieder weißen Block, also den weißen Beton. Dann setze ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke hin. So, jetzt zähle ich nochmal von der anderen Seite. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hier diesen Block und dann den weißen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. So dass wir hier in der Mitte, was haben wir hier? 6 Blöcke, genau. So, das lassen wir erstmal so. Jetzt geht es hier erstmal weiter. So, ihr könnt jetzt hier einmal so einen zweierweißen Block hier nach innen einmal setzen. Und dann nehmen wir mal ein bisschen grauen Beton und zwar wollen wir diesen Vierer, den wir hatten, hier oben weiterziehen. So, dann zählen wir von hier 1, 2, 3, 4, 5. Ab dem 6. könnt ihr hier wieder diese Strebe machen, dass wir hier zwischen immer 5 Blöcke haben. So, gleich vorne ran nehmen wir wieder unseren Korallenblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann machen wir wieder hier den Zweier mit dem Weißen hin. So, dann setzen wir wieder hier einmal unseren grauen Beton, wieder auf den grauen Beton. Haben wir hier 5 Blöcke.
Hier zwischen lassen wir auch wieder 5 Blöcke Platz, 2 Strebe hin und wieder den Gräuenblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, so, dann kommt hier wieder weißer Beton hin. Dann setzen wir wieder unsere Säule hier hin, unseren grauen Beton, wie man es nennen will. So, 5 Blöcke haben wir hier. Und 5 Blöcke wollen wir auch nochmal hier freilassen. Genau. So, jetzt können wir nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar, geht perfekt auf. Und hier auf der anderen Seite, auf der kürzeren, machen wir ja nur 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. So, jetzt kommt der weiße Beton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ich gehe zur anderen Seite. Kräuenblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. So, was wir hier in der Mitte. Was haben wir hier? 6 Blöcke. Okay, passt. So, andere Seite genauso lang ziehen, wie wir es da haben. Also, wir haben erstmal hier 7 Blöcke. 6. Das muss ich selber nochmal zählen. Genau. 7. Weiße Strebe hin. So, dann kommt hier wieder unsere Säule hin. Dann haben wir hier 5 Blöcke. Dann wieder 5 Blöcke freilassen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir bauen wieder unsere Säule drauf. Kontrollieren nochmal, 5 Blöcke, passt. Hier haben wir auch wieder 5. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 2 Strebe hin. So, dann kommt hier wieder unsere Säule hin. Ihr könnt immer unten einmal gucken, wo die ist. Dann passt das. 5 haben wir hier. Und 5 wollen wir auch nochmal hier haben. Genau. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, passt. Wunderbar, das sieht auch schon mal gut aus. So, jetzt wollen wir das Ganze auch auf eine gewisse Höhe ziehen. Und zwar möchte ich das gerne, wir fangen jetzt erstmal an nur mit dem Korallenblock, auf eine Höhe von 12 Blöcke. So, wir zählen den unteren mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puh, so, das können wir uns hier einmal hochziehen. Bevor ich jetzt hier einmal ringsrum gehe, mache ich mit euch doch lieber einmal hier diese Vorderseite einmal. Ich verkleinere mir noch einmal diese Fläche hier, dass ich hier nur noch 4 Blöcke frei habe. Und dann möchte ich mir gerne meine Säulenreihe, die ich hier habe, also die hier unten, einmal komplett bis nach oben durchziehen. So, das mache ich hier auch. So, die ziehen wir einmal komplett hier einmal oben lang. Und dann können wir diese Fläche einmal komplett auf 12 Blöcke hochziehen, so wie wir natürlich unseren Korallenblock schon haben. Na gut, so, die Seite ist erstmal fertig. Die Rückseite kann man natürlich noch synchron hinterherziehen. Ich mache jetzt aber mich erstmal ran hier an die Seiten komplett. Die zweierweißen Streben, die können wir hier einmal komplett nach oben erstmal ziehen. Genauso wie diese mittlere Strebe.
So, ich habe mich gequält, das Ganze jetzt hier einmal hochzuziehen. Jetzt wollen wir natürlich diese Seiten, die noch frei sind, jetzt zubauen. Da kommen natürlich Fenster rein. So, wir fangen unten an. Wir setzen hier einfach erstmal eine Blockreihe hin. Dann lasst ihr 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Und dann setzen wir hier eine Zweierstrebe hin. Wenn ihr euch diesen Wohnblock, Neubaublock einrichten wollt, ist immer eine Zweierhöhe ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Zum einen ist natürlich hier der Boden, sodass ihr rausgucken könnt. Und ihr könnt natürlich auch eine Decke machen, indem ihr denn hier einfach eine Stufe nimmt. Ne? So einfach ist das. So, aber erstmal machen wir hier die Strebe fertig. So, erzählen wir nochmal. 1, 2, 3, 4 und ganz oben, ha, wer hätte es gedacht, das geht perfekt auf. Macht hier nochmal eine Strebe hin. So, und das ist dieses Muster, was wir jetzt hier zwischen auf jeder Seite natürlich hier dreimal machen müssen. Ne, unten erstmal eine Reihe, vier Blöcke Platz lassen und dann hier die nächste Strebe hin. Wenn ihr natürlich das erste Mal eine hier fertig habt, dann müsst ihr die hier einfach nur so immer rüberziehen. Dann müsst ihr ja nicht mehr wirklich großartig zählen. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar danach, wir machen das gleich als Bonus, könnt ihr noch unten wie oben einmal noch hier Stufen platzieren. Welche Farbe ihr dann natürlich wieder nimmt, ist ganz euch überlassen. Ich nehme eher einen dunkleren Ton, weil das Gebäude ja schon sehr hell ist mit den Tönen, die wir hier benutzt haben. Und leider gibt es ja noch nicht Stufen von dem Beton, sonst würde ich da einfach die gleiche Farbe nehmen. Und dann ziehen wir uns das so etwa hier komplett überall einmal lang. Wir sind aber immer noch nicht fertig mit dieser Ebene und zwar würde ich jetzt gerne, wenn ich jetzt hier an der Seite einmal gucke, mir noch ein paar Fenster einfach mal reinhauen. Wir machen die jetzt auf die gleiche Höhe, wie wir die hier haben. Da fliegen wir mal so hin, so. Also unten halt eine Reihe Platz lassen und dann 1, 2, 3, 4 Blöcke hier so weghauen. Die Stufen setzen wir jeweils auf der unten und oben einmal hin und das Ganze würde ich hier auch zweimal machen. Na, so wie wir es hier haben, machen wir es hier auch. So, und ich würde auch nur diese Fenster an den äußeren Ecken hier einmal platzieren. Also in der Mitte und so lasse ich das einfach mal frei. Ne, also so wie es ist. So, und das machen wir natürlich hier viermal auf jeder Seite. Ihr könnt ruhig unten einmal anfangen. So, und dann machen wir hier vier. Darüber zwei Blöcke Platz lassen und hier wieder einmal die vier Blöcke weghauen. Gut, kommen wir jetzt natürlich wieder zur nächsten Ebene. Wir fangen erstmal an mit weißem Beton. Den ziehe ich jetzt hier erstmal wieder einmal komplett glatt, einmal oben drauf. Und wir wollen jetzt hier insgesamt zwei Ebenen uns hier so, also zwei Blockreihen hier einmal langziehen. So, einmal auf den Seiten komplett hier glatt einmal langziehen. Wunderbar, sobald wir das haben, achtet natürlich darauf, dass wir auf den kürzeren Seiten die Mitte hier einmal wieder freilassen. Na? So,
Als nächstes nehmen wir jetzt unseren grauen Beton und die Säulen möchte ich mir wieder glatt einmal nach oben ziehen. Also so wie wir das jetzt von unten bis nach oben halt haben, bleiben wir auch dabei. So, darauf setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Blöcke. Also 20 Blöcke setzt ihr jetzt auf unseren grauen Beton hier einmal noch hinterher. Und wir werden jetzt erstmal alle Streben, die wir so haben, einmal nach oben ziehen. Wenn ihr auf der größeren Seite anfangt, ich habe jetzt natürlich hier drüber weißen Beton gemacht, den macht ihr natürlich dann so weg, dass man von außen natürlich sieht, dass der Eimer glatt von unten nach oben durchgeht. Um uns die ganzen Fenster zu bauen, fangen wir am besten auf den größeren Seiten einmal an. Wir hatten ja, sag ich mal, auf beiden Seiten hier diese Zweierreihen hier mit unseren Korallenblöcken uns hingebaut. Die werden wir jetzt so machen, dass wir jetzt hier diese weiße Strebe so erstmal beibehalten und die einmal komplett bis nach oben ziehen. Ich mache das hier natürlich synchron gleich mit auf der anderen Seite. So. Wir werden jetzt aber diese Fläche nicht gleich glatt zuziehen, sondern werden jetzt hier in der Mitte einmal einen grauen Beton uns hinsetzen. Und dafür gehen wir jetzt eine Blockreihe nach innen und setzen dahinter einfach unseren weißen Beton ran. Und den dürfen wir dann komplett bis nach oben einmal ziehen. Wir gucken uns das einmal nochmal an. Genau. So, und das machen wir jetzt erstmal viermal. Ne? Auf beiden Seiten hier zweimal. Thank you.
Gut, dann haben wir es jetzt vorbereitet, um mit den Fenstern anzufangen. Und zwar beginne ich auf den größeren Seiten wieder und fange in der Mitte einmal an. Die Fenster behalten wir wieder auf das gleiche Maß, wie wir die unten schon haben. Das heißt, ab jedem vierten Block setzen wir wieder eine Reihe hin. Also 1, 2, 3, 4 und darüber dann zack, wieder unsere Zweierstrebe. Und die setzen wir ganz vorne glatt einmal ran. So, und das Spiel wiederholen wir so lange, bis wir oben ankommen. So, 4, zack, hier wieder die Zweierstrebe hin. 1, 2, 3, 4 und ganz oben nochmal die Zweierstrebe hin. So, und dadurch, dass wir jetzt 20 Blöcke hochgesetzt haben, müssten wir insgesamt 3 Fensterreihen hinbekommen. So, und das werden wir jetzt erstmal da machen, wo es eigentlich ganz einfach ist. Bei den Seiten müssen wir ein bisschen was drauf achten, also auf der Vorder- und Rückseite, wo es ein bisschen kürzer ist. So, aber ansonsten, ihr wisst es ja, wenn wir gerade schon dabei sind, nehmen wir auch wieder unsere Stufen und können die hier auch wieder einmal platzieren. Wunderbar. So, das nächste Spiel hier wieder bei der Strebe machen wir das erstmal. Ihr könnt natürlich euch als Hilfslinie natürlich hier schon mal eine Blockreihe hier an der Seite langziehen. Wenn wir natürlich dazwischen dann diese 5 Blöcke haben, genau. So, 4 Blöcke immer Platz lassen und dann kommt hier die Strebe hin. Gut, dann haben wir erstmal die großen Seiten mit den Fenstern so gut wie fertig. Jetzt kommen wir natürlich zu den kleineren Seiten. Da haben wir auch Eckfenster. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich mache mir das Ganze, jetzt muss ich jetzt selber zählen, genau. So, dass ich jetzt hier neben diesen Fenstern, die wir schon haben, mir erstmal eine Dreierreihe von meinem weißen Beton hier einmal ziehe. So. Dann gucken wir hier einmal unten einmal drauf. Dann haben wir hier jetzt insgesamt 5 Blöcke. Genau. Zur Seite biegen wir ab und machen hier denn nicht 5, sondern dass wir hier nur 4 Blöcke haben. So, und dann müssen wir von hier aus, wenn wir jetzt hier von dieser Säule ausgehen, 5 Blöcke Platz lassen. So, dann setzen wir hier dazwischen 4 Blöcke. Okay, so, diese Strebe könnt ihr natürlich gerne schon einmal nach oben ziehen. Und mit dieser Strebe haben wir denn das vorgezeichnet, wie wir unsere Fenster hier reinmachen wollen. Weil danach ist alles wieder gleich. Wir halten natürlich die Höhe ein, dass die Fenster jeweils 4 Blöcke hoch sind. Und dann setzt ihr einfach wieder immer eure Zweierstreben, die ihr hier schon auf den Seiten ja schon so schön vorgefertigt habt. So, und dann schaffen wir natürlich auch hier wieder insgesamt 3 Fenster uns übereinander zu platzieren. Thank you.
Okay. So, eine Seite habe ich fertig, drei fehlen natürlich. Wir machen nochmal eine Seite zusammen, den Rest gibt es wie immer im Zeitraffer. Also zuerst achten wir drauf, dass wir hier drei Blockreihen haben nach unseren Fenstern, die wir hier schon haben. Schön nach oben ziehen. Und dann gucken wir eigentlich nur noch hier komplett auf unserer kurzen Seite, dass wir eigentlich von unserer Säule fünf Blöcke Platz lassen. So, fünf Stück. Und dann könnt ihr hier vier Blöcke hinsetzen und die restliche, das sind jetzt, sag ich mal, schon diese freie Ebene für unsere Fenster. So, dann setzen wir den hier nach oben. Tja, und danach eigentlich nur noch hier die Streben, die wir haben, rüberziehen und das war's eigentlich. Ja gut, jetzt habe ich eine Sache vergessen zu erzählen, aber ich glaube, das ist logisch. Und zwar diese eine weiße Reihe, die wir hier auf der Innenseite haben, wo ja dann später unser riesiges Fenster ist, die könnt ihr natürlich dann auch nach oben ziehen. Gut, dann wollen wir langsam anfangen, uns auch jetzt das Dach raufzuziehen. Wir machen jetzt aber noch an der Seite hier, wo wir dieses riesige Fenster haben, oben das einmal zu. Dann nehmt ihr hier auch wieder ein bisschen weißen Beton, zuziehen. Ihr könnt auch gerne hier Stufen unten, also oben wie, ups, hier unten einmal platzieren. Ich fliege gleich nochmal zur anderen Seite, dass wir das synchron hinterher bauen, nicht, dass wir das hier vergessen. So, unten Stufen hin, dann fliegen wir, ups, einmal nach oben bitte. Können wir hier oben einmal zuziehen, das Ganze hier zwei Reihen, so wie wir das hier auch schon überall haben. Und die Stufen drunter. Wunderbar. So, als nächstes nehmen wir jetzt mal grauen Beton. Und den möchte ich mir jetzt einmal wieder überstehen lassen, über unser Gebäude, um eine Blockreihe. Und den ziehen wir dann auch wieder einmal komplett hier so lang. Und den werden wir auch dann auf eine Zweier Höhe insgesamt ziehen. Aber aufgepasst, wir haben ja, sag ich mal, auf den größeren Seiten hier so ein paar Wände auch noch innen gebaut. Das heißt, ihr müsstet hier noch ein paar Blöcke drüber platzieren, damit wir hier keine Löcher haben. Denn wir wollen ja nicht, dass jemand in unser Dach reingucken kann, ne? So, andere Seite genauso. Einfach hier, zack, ein paar rüberziehen. Dann sind die Löcher alle zu. Als nächstes nehmen wir mal weißen Beton. Den setzen wir aber jetzt wieder einmal so rein, dass der natürlich hier nicht glatt drauf ist, sondern einmal nach innen versetzt ist. Gut, ich komme jetzt hier an. So, nächster Schritt wäre jetzt, dass wir hier drauf
zwei weitere Reihen uns platzieren. Einmal natürlich auf der weißen Betonreihe und dann einmal so, dass es auch wieder einmal übersteht. So, danach nehmen wir jetzt wieder ein paar Stufen und setzen die jetzt auf der inneren Blockreihe einmal ringsrum. Danach nehmt ihr wieder einmal grauen Beton und setzt den jetzt wieder an den Stufen einmal nach hinten versetzt, ja, ringsrum. Wunderbar, so, dann wäre der letzte Schritt, um das Dach zu vollenden, einfach jetzt, ich würde jetzt Steinblöcke dafür nehmen und die innere Fläche könnt ihr glatt damit einmal ausfüllen. Das mit dem Dach ausfüllen erspare ich mir jetzt erstmal. Wir gehen gleich nochmal zu den anderen Wohnblöcken hin, um uns mal anzugucken, wie man die Dächer sich gestalten kann. Ansonsten habt ihr jetzt natürlich noch die schöne Aufgabe, euch die Fenster zu verkleiden. Ja, was nehmen wir da am besten? Wir haben die jetzt so gebaut mit Stufen, dass sich denn hier das halt immer macht, dass ihr hinter euren Stufen einfach eure Glasblöcke euch einmal platzieren könnt. Und ja, da kann man sich jetzt hier ein bisschen austoben. Wir haben ja einige Fenster. Und da ist dann immer die Frage, wollt ihr euch euren Wohnblock einrichten oder soll es rein Deko sein? Wenn es natürlich nur rein Deko ist, verkleidet euch die Fenster hinten vielleicht noch mit schwarzem Beton, dass man da nicht reingucken kann. Ansonsten gebe ich euch noch den Tipp jetzt hier bei diesem großen Fenster. Das soll ja immer dafür sein, dass da dann dieser Treppenaufgang ist, ne? Also wäre theoretisch dann hier der Treppenaufgang. Würde ich euch einfach das so empfehlen, dass ihr an den Seiten euch... Ja, ich nehme jetzt hier natürlich dieses Glas und in der Mitte würde ich dann weißes Glas nehmen. Aber die Farbe ist natürlich immer egal, was man da nimmt. Dass er sich das so ein bisschen abhebt, finde ich. Ne? Man kann es mit einer Farbe machen, aber ich finde das immer schöner, wenn man dann bei so einem Fenster, sag ich mal, wenn es ein Treppenaufgang ist, das ein bisschen hervorhebt. Und da würde ich einfach in der Mitte eine andere Farbe nehmen. So, ansonsten, wie gesagt, hat man dann seinen Spaß mit dabei, sag ich mal, hier die ganzen Fenster auszufüllen. Bei den Türen zum Beispiel würde ich es mir einfach machen. Dann nehme ich jetzt einfach hier mir ein paar Glasscheiben. Natürlich sollte es dann die gleiche Farbe sein, mit dem du dann vielleicht das Häuschen auch dir gestaltest. Von den Fenstern her. Ja, wie gesagt, ich mache einmal ringsrum Türkis, in der Mitte nochmal weiß. Man kann natürlich sich hier das so machen, wie man will. Man kann natürlich auch sich das so gestalten, dass das dann aufgeht. Ne, da könnte man ja dann auch sich das so dann machen. Oder wie auch immer. Ansonsten, wenn es halt Deko ist, auch hier wieder die Empfehlung. Macht euch das dann einfach hier zu und setzt auf der Innenseite einfach schwarzen Beton hin, sodass man da nicht reingucken kann. Tja. So viel denn jetzt zu diesem Wohnblock. Wir fliegen jetzt mal rüber zu den anderen beiden Blöcken, die wir haben. Ich glaube, ich werde mir den dann auch noch ein paar Mal hier so hinsetzen. Muss ich noch überlegen. Aber da fällt mir gerade auf, jetzt wo ich mir den angucke, wir haben was vergessen. Und zwar, haha, an den Seiten hier diese Strebe. Gut, dass wir da nochmal hingeflogen sind, sonst hätte ich das jetzt komplett vergessen. Ja, wir nehmen jetzt hier nochmal grauen Beton. Das ist eigentlich relativ einfach, die Strebe sich hinzumachen. Wir lassen einfach auf der Vorderseite hier die eine Reihe überstehen. Und dann setzt ihr immer so im Wechsel hier so zwei Blöcke immer so zack, zack, zack übereinander. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr dann, sag ich mal, hier auf die Mitte trefft. So. Dann lasst ihr einfach vier Blöcke Platz und wiederholt das Spiel noch einmal. Bis ihr halt hier einmal antrifft. Ja, eigentlich ganz einfach, ne? Ich kann es nochmal hier auf der anderen Seite machen. Eine Reihe halt freilassen, vorne. Und dann einfach hier diese Treppenreihen hier so zack, zack, zack nach oben ziehen. Das stabilisiert nochmal unseren Wohnblock, damit er auch Erdbeben und sonstige gleichen standhält. Oh, darunter noch einmal. Okay. Und das kann man natürlich dann auch wieder auf beiden Seiten machen. Gut, dann haben wir die Streben hier auch gebaut. Ansonsten habe ich an alles gedacht. Wir können nochmal gucken. Manchmal ist das ja so, dass man bei diesen großen Objekten irgendwas vergisst, aber nee. So, jetzt können wir noch einmal auf das Dach einmal fliegen. So, wie gesagt, ihr müsst jetzt einmal dann hier ausgefüllt haben. Und dann kann man natürlich überlegen, was macht man sich hier rauf, damit die Fläche natürlich nicht so ganz kahl ist. Das ist immer doof. Ich habe hier zum Beispiel mir auch noch gemacht, dass ich in das Gebäude mir hier natürlich, ich habe es ein bisschen eingerichtet, habe ich mir natürlich hier oben dann auch so einen Ausgang gemacht.
Würde ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, euch das genauso zu machen. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch das Gebäude einrichten wollt oder nicht. Wenn ihr es nicht einrichtet, dann vergesst dieses Gedöns, was ich da hingebaut habe. Ansonsten platziert euch nur diese Lüftungsanlagen und sowas, was wir hier haben. Da könnt ihr dann einfach Mauern nehmen, darüber dann so Stufen, macht euch das so ein bisschen im Kreisformat und ja, dekoriert euch einfach damit oben die Fläche. Oder hier noch so ein paar Lüftungskanäle, die man sich hier machen kann. Hier habe ich auch umgedrehte Treppen genommen, die so aneinander gereiht. Und dann hier einfach mit, ja, was habe ich jetzt hier genommen? Eisenblöcke als Rohre hier so eine Verbindung gezogen. Und das kann man sich ja einfach kreuz und quer sich hier oben langziehen, wie man möchte. Einfach, dass hier irgendwas ist. Und wenn du dich natürlich jetzt fragst, ey, Hotdog, du hast das Gebäude auch eingerichtet. Ja, habe ich. Ich habe damals so eine Parodie hier gemacht von The Big Bang. Und wenn der eine oder andere Lust hat und Langeweile hat, dann kann er sich natürlich das hier auch einrichten. Es gibt genug Folgen davon, dass man sich das auch nachbauen kann. Aber ja, das ist wieder ein anderer Schnack hier. Ihr wisst ja, The Big Bang ist The Big Bang und wie man sich das hier drin einrichtet, das ist ja ein selbst überlassen. Das war's denn heute wieder für diese Folge. Wir haben jetzt einen schönen Wohnblock uns gebaut. Ihr müsst natürlich noch ein bisschen die Fenster machen und natürlich auch noch das Dach. Aber ansonsten könnt ihr euch den so oft platzieren, wie ihr wollt auf eurer Welt und macht euch hier eine schöne Neubau- oder Wohnblock-Siedlung, wie ihr das möchtet. Aber ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Oben in der Infobox gibt es noch weitere tolle Videos. Aber ansonsten hören wir uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.